Soda, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu Black Ops Zombies. Und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Commentary für euch vorbereitet. Das wird wahrscheinlich über mehrere Folgen gehen, weil ich nämlich jetzt echt mal fertig besprechen will, wie ich mir mein bestes Call of Duty vorstelle, was ich da für Ideen hätte, was in dem Spiel drinnen sein sollten. Das sind jetzt nur meine Ideen, so wie Black Ops 2 zumindest wahrscheinlich nicht ausschauen. Das ist jetzt einfach nur so, wie mein Call of Duty sein sollte. Das ist reine Spekulation. Also es ist hier einfach nur so Brainstorming. Okay, im Hintergrund läuft übrigens ein Zombies, wo denn das? Kino der Toten mit suchender Tuch und White Yunus, einer meiner Abonnenten. Es war nicht so ein gutes Spiel, aber Runde 12, ich bin schlecht in Zombies, seien wir uns ehrlich. Aber ich kann es mal herzeigen, aus dem Zombies mal 10 ist auch mal was anderes auf meinem Kanal. Und je nachdem, wie lange das dauert, ich werde jetzt mal 10 Minuten Folgen machen. Wahrscheinlich schaffe ich es in 2 oder 3 Folgen. Schauen wir mal, wie es läuft. Und zwar, wie ich mir mein Call of Duty vorstelle. Erstens mal möchte ich, dass ein Call of Duty Teil alle 6 Monate rauskommt. Ich weiß, ihr werdet euch jetzt denken, das geht nicht, das geht nicht. Ich meine, die haben zwei Entwickler. Die haben hier Infinity Ward und Treyarch. Wenn da jedes halbe Jahr mal ein neues Spiel rauskommen wird, abwechselnd, stellt euch das mal vor. Modern Warfare 3 sitzt seit November draußen und schon langsam wird es, glaube ich, ziemlich langweilig auch für alle anderen Beteiligten. Wenn da jetzt zurzeit ein neues rauskommen wird, das wäre doch der Hammer, oder? Seien wir uns mal ehrlich. Ich glaube, da hätte auch keiner was dagegen. Ich meine, das sind jetzt nur meine Wünsche, also. Aber ich denke, jedes halbe Jahr ein Call of Duty, es ist machbar, oder? Und ich glaube, sie lernen auch ab und zu mal aus den Fehlern, die sie in den vorigen Teilen machen, die Entwickler. Ab und zu nicht. In meinen Second Chance sind noch immer drinnen, aber. Ja, alle 6 Monate wäre echt nice. Und was ich auch drinnen haben möchte, also ich habe hier eine ganze volle Liste, also das hier ist mindestens 2 auf 4 Seiten. Was ich auch auf jeden Fall drinnen haben möchte, ist, dass das Spiel ein bisschen mehr wirklich ab 18 ist. Ich meine, es steht ab 18 drauf, dann soll verdammt nochmal ab 18 drinnen sein. Ich weiß, dass viele von euch noch nicht 18 sind, das ist mir auch komplett scheißegal, ob ihr noch nicht 18 seid und das Spiel spielt. Aber wenn auf dem Spiel ab 18 umsteht, dann möchte ich nicht, dass ich auf Leute drauf schieße und die zerplatzen wie eine Piñata und ein paar Scheine kommen raus. Alter, ich mein, komm. Das Spiel ist ab 18, lasst euch ein paar Eier wachsen. Da wirklich, hier Battlefield 3 gespielt, hat man gedacht, Alter, sowas gibt's im Multiplayer-Spiel, da klebt Blut an der Wand dran, dann hört man mal wieder den Sprecher schreien, wir haben die Scheißführung verloren. Dann rennt mal wieder ein Verbündeter vorbei, ich schieß dir ein zweites Arschloch, so soll verdammt nochmal ein Multiplayer-Spiel abgehen. Ich bin da echt nicht so wirklich, sagen wir mal, werde da nicht richtig angespornt, wenn da der Sprecher redet, wir haben A verloren, wir haben B verloren. Alter, Battlefield 3 hat meiner Meinung nach ein Sprecher, der wirklich Eier in der Hose hat, der geht richtig ab. Das gefällt mir richtig gut, wenn das so auch wäre in dem Call of Duty Teil, den ich mir vorstelle, dann wäre das echt der Hammer. Und ich meine, wenn man mit dem Sniper auf seinen Kopf schießt, kann auch mal der Kopf zerplatzen. Ich meine, komm. Das Spiel Modern Warfare 3, den Multiplayer, den hätten es ab 12 auch hergeben können. Seien wir uns ehrlich. Das Einzige, warum der nicht ab 12 ist, ist, weil man Waffen in der Hand hat, glaube ich. Wenn man da eine Granate wirft, kann schon mal Blut an der Wand dran kleben. Ich meine, das Spiel ist ab 18, da kann man schon was machen, oder? Dann, was weiter hier geht, ich möchte auf jeden Fall wieder Theatermodus haben, aber nicht wieder so einen abgefuckten. Ja, ich meine, bei Black Ops war ein bisschen beschissen, oder? Ich meine, ich habe nicht mal den Endscore am Schluss. Das habe ich aufnehmen müssen hier mit. Habe ich gleich aufnehmen müssen. Deswegen war ja hier auch nicht gerade der Bringer, war es aber sonst auch nie besser. Besser als sonst war ich auf jeden Fall in dem Spiel drin. Was ich auch noch möchte, wäre, dass man bei den anderen Spielmodi, jetzt sagen wir mal Zombies oder was, ins Menü einfach reingehen kann. Also man drückt einfach auf Start und dann Aufnahme starten und Aufnahme beenden und dann ist der Clip im Theatermodus drinnen. Da muss man das nicht immer live aufnehmen. Das ist für die Leute, die eine Capture Card benutzen und kein HDPVR haben, um einiges einfacher. Ich glaube, das wäre machbar im Erleben im Jahr 2012. Ich glaube, das geht schon, oder? Zum Beispiel auch bei Spezialeinheit oder je nachdem, was für Call of Duty. Einfach, dass man es abspeichern kann im Theatermodus. Das wäre, glaube ich, ziemlich nice, zumindest für mich auch. Also, ich muss so Sachen zum Beispiel live aufnehmen, was mir es auch nicht gerade erleichtert, weil es ein bisschen verzögert ist. Den Sprecher sollte man ausschalten können, meiner Meinung nach. Ich habe mir schon ein paar Mal drüber aufgeregt, weil ich habe ungefähr 300 Stunden Herrschaft gespielt und wenn man die ganze Zeit das gleiche hört, das hält man einfach nicht aus. Einfach ein Häkchen. Sprecher aus, fertig.
Weil der redet wirklich ununterbrochen, das ist sowas, das raubt mir wirklich die letzten Nerven. Man hört die Gegner nicht mehr, man hört gar nichts mehr, weil einfach die ganze Zeit nur rumgeschrien wird von dem Sprecher. Da bringt sich das auch nichts, wenn man Lagebericht oder was drin hat, damit man die Gegner lauter hört. Sagen wir es beim MW3 zum Beispiel. Was ich auch haben möchte, auf jeden Fall, ich möchte nicht immer Spielen beitreten, wo ich mir denke, was zum Teufel, Alter. Alle drei Flaggen sind weg und der Gegner hat eine AC-130 am Himmel. Solchen Spielen trete ich immer mitten im Spiel bei. Da soll es ein Häkchen geben, ob man den Spielen in der Mitte überhaupt beitreten möchte oder nicht. Ich möchte keinen Spielen in der Mitte beitreten. Das kann doch nicht so schwer sein zu machen, dass man da einfach abhakt, dann wartet man vielleicht ein paar Sekunden länger und landet bei einem Spiel, was noch nicht angefangen hat. Das ist, glaube ich, machbar, weil ich habe keinen Bock mehr drauf, in irgendwelchen Spielen zu landen, wo wir sowieso schon verloren haben, die Gegner schon sämtliche Scheiße am Himmel haben und deswegen die Spieler aus meinem Team überhaupt ausgestiegen sind, damit da ein Platz für mich war. So im Endeffekt sieht das nämlich aus. Und nicht anders. Was ich haben möchte außerdem ist, dass man die Sprache umstellen kann. Dass das ganze Spiel zum Beispiel auf Englisch dann abläuft, weil es sieht so langweilig aus, wenn da steht Doppelabschuss oder Volltreffer. Ich meine, komm, da steht, soll da stehen Headshot, Double Kill, das ist um einiges geiler auf Englisch. Glaubt mir es, wenn ihr es noch nicht auf Englisch gesehen habt. Es hat auf jeden Fall be viel besseren Flair und das kann man doch auch bringen, dass man hier mal das Spiel umstellt, einfach auf Englisch. Das würde mir auch mal einen Stein vom Herzen holen, also ich glaube, das müsste funktionieren. Was ich drin haben möchte, damit wir jetzt mal zu den Sachen kommen, die drinnen sein sollten. Auf jeden Fall Zombies kann man bringen. Möchte ich, habe ich lieber als einen Überlebensmodus von MW3. Der Überlebensmodus von MW3 war schon ein bisschen lame. Ich weiß nicht, war echt nicht so meins eigentlich. Wie genau die Zombies gestalten, das ist mir eigentlich ziemlich egal. So wie es bis jetzt bei Black Ops war, ist ziemlich gut. Bei Black Ops 2 wird es anscheinend auch wieder Zombies geben, gefällt mir. Kampftraining finde ich auch eine gute Lösung, was Black Ops hat und MW3 nicht hat. Weil man einfach mal die ganze Scheiße ausprobieren kann, die man im öffentlichen Spiel nicht unbedingt probieren will. Hier, weiß nicht, mit so einem komischen Sniper mal rumprobieren, wie das überhaupt funktioniert und alles. Oder Spieler, die das noch nicht lang spielen, die mal da reinkommen möchten. Kampftraining, guter Modus. Wäre toll, wenn der weiterhin dabei wäre. Spezialeinheit ist mir ehrlich gesagt komplett scheißegal, ob es das gibt oder nicht. Ich meine, es ist witzig mit Freunden Missionen zu machen. Muss nicht drin sein, kann drin sein. Wäre nicht schlecht, aber muss nicht sein. Auf jeden Fall jetzt mal zum Spiel. Ich möchte keine Todesserien drin haben im Multiplayer auf keinen Fall. Keine Todesserien. Kein Spieler soll belohnt werden dafür, dass er die ganze Zeit verreckt. Das sehe ich absolut nicht ein, dass da ein Spieler im Vorteil ist, nur weil er ja fünfmal die letzten fünf Mal verreckt ist, weil irgendwo planlos reingerannt ist und da liegt er am Boden mit C4 in der Hand. Keine Todesserien in dem Spiel drinnen. Brauche ich nicht, echt nicht. Ich möchte außerdem, hier bei den Perks, kommen wir mal zu den Perks. Ich möchte, dass es keine Perk gibt, die einem vom Radar entfernt, also dass der rote Punkt nicht anzeigt wird. Aber dafür soll die Aufklärungsdrohne schwerer sein zu kriegen. Weil wenn ich Modern Warfare 3 spiele, brauche ich Attentäter, weil immer, es ist immer eine Aufklärungsdrohne am Himmel oben. Das muss nicht sein, das ist zu einfach. Unterstützungspaket hat der 4 Abschüsse, hat eine Aufklärungsdrohne, wenn ich Denk spiele, wenn ich frei für alle spiele, nur mit Aufklärungsdrohne, habe ich das ganze Spiel lang eine Aufklärungsdrohne. Das muss nicht unbedingt sein. Dann eine Perk für Objectives, dass man schneller Flaggen einnehmen kann, beziehungsweise Bomben entschärfen oder Bomben platzieren, was auch immer für welchen Spielmodus halt. Das wäre ziemlich geil, weil dann die Spieler mal echt auf die Positionen gehen würden, bei denen sich's wirklich auszahlt, die wirklich die ganze Zeit rumrennen, die Flaggen einnehmen und was weiß ich alles. Das wäre geil. Ich möchte Blind Eye, also blinde Überwachung, soll drin sein, aber es sollte eine Perk ersetzen, die man sonst immer braucht. Also zum Beispiel wie Fingerfertigkeit, was jetzt beim W3 ist, eine ziemlich gute Lösung. Problem war zum Beispiel ACR war auch so schnell zum Nachladen. Da hat man nicht wirklich Fingerfertigkeit braucht. Ich finde, es wäre besser, wenn man da wirklich was aufgeben müsste, damit man halt nicht die ganze Zeit mit blinder Überwachung rumrennt. Ich sag's mal so. Damit man dann einfach switcht zu der Klasse, den Scheiß runterschießt und dann wieder mit der normalen Klasse weitergeht. So wäre das eigentlich mit Blind Eye oder blinder Überwachung gedacht. Die Pro-Perks sollten einen Sinn ergeben, weil bei MW2 war meine Perk drinnen ruhige Hand. Da war die Pro-Perk länger Atmen halten. Ich meine, what the fuck. Ich möchte, dass die Pro-Perks wirklich einen Sinn ergeben, dass bei Fingerfertigkeit zum Beispiel schnell ziehen dabei ist als Pro.
Weil es ist komplett beschissen, wenn ich Sniper benutze, sind schon mal zwei Extras verbraucht, weil ich schnell Team brauche und Fängerfertigkeit. Das finde ich beschissen, das sollte eine Perk sein, weil sonst ist man im Nachteil. Und der erste Teil, würde ich sagen, ist jetzt mal abgeschlossen. Ich habe hier noch einiges zu besprechen. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Teil. Da geht es dann um die Pakete, um die Spielmodi, Waffen und was man gegen Booster und Arschlöcher machen könnte in Call of Duty. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Sexy Motherfucker macht's gut.